Hallo, ich bin der Vedat, auch bekannt als Creator 9. Ich male schon seit 25 Jahren, Graffiti-Styles hauptsächlich und ja, mit Leib und Seele dabei. Wir sind hier in Augsburg an der ADC Wall of Fame. Das ist eine lokale Crew, die hat hier ihre legalen Flächen. Und hier malen keine Toys oder irgendwelche Schmierfinken, hier malen echt nur die Profis. Da entstehen dann so Gesamtkunstwerke, wie ihr hier sehen könnt. Also richtige Burners. Graffiti, das ist für mich auf jeden Fall Spaß. Das ist für mich Ausdruck, Kraft, Dynamik, aber auch Sensibilität. Graffiti kann auch für manche ein Ärgernis sein. Graffiti ist aber auch einfach, hier bin ich, ich existiere. 83 war schon so ein bisschen was in der Luft. Also damals bist du auf einen Jam gefahren oder auf mehrere und irgendwann kannte man sich und es gab halt nicht mehr. Also warst du ziemlich schnell unter Gleichgesinnten. Das Hip-Hop-Ding ist eigentlich da erst interessant und insofern eigentlich noch mit dieser Punk-Sache auch nicht ganz unähnlich, dass man aus dem Nichts oder aus einem vermeintlichen Unvermögen heraus was schafft. Hip-Hop ist vor allem nicht konsumieren, sondern generieren. So, und jetzt nehme ich euch mit auf eine ziemlich coole Veranstaltung. Also Moving Art ist ein Kunstwettbewerb. Da geht es um einen Bauzaun. Der besteht aus so einzelnen Modulen, die bemalt werden. Und es wird ein Thema gestellt. Dieses Mal ist es Dialog. Und man hat 6 Stunden Zeit. In dieser Zeit malen die Leute live vor Ort. Dieser Wettbewerb ist mit Preisen dotiert, also es gibt dann Geldpreise vom 1. bis zum 3. Platz. Und eine Jury aus Fachleuten bewertet dann die Arbeiten und verteilt dann die Preise. Hier ist der Entwurf von mir. Habe ich noch so auf die Schnelle gemacht und da geht es um 3 Figuren. Das war jetzt der erste Schritt. Jetzt haben wir die Vorzeichnung von hier übertragen auf da. Was halt cool ist, dass halt die Passanten das auch gleich sehen können, wie wir arbeiten, was sie ja sonst vielleicht nicht so mitkriegen. Wenn die illegal irgendwo hinspringen, was mir nicht gefällt, finde ich nicht gut. Ich finde so eine Aktion viel besser. Und sieht gut aus und selbst wenn es irgendwo illegal gesprayt wird, habe ich eigentlich kein Problem mit, es nett anzusehen. Ich finde es nicht so ganz umweltfreundlich. Es ist schon Kunst. Ich muss halt schon ziemlich sauber arbeiten, merke ich gerade. Ein bisschen unsauber gearbeitet. Aber das tue ich dann so im Finishing alles ausbessern. Ja, hey, also sorry, aber ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, kann jetzt nicht so viel quatschen. Das können wir ja nachher noch machen. Ja, soweit so gut. Jetzt sind wir im Prinzip fertig. Also sicher ein paar Details oder so könnten noch besser sein, aber ich denke mal, das passt jetzt so. Also ich glaube, ich bin schon im vorderen Feld, aber ob es zu einer Platzierung reicht, soweit möchte ich mir jetzt echt gar nicht rauslehnen. Also keine Ahnung. Ja, wir werden jetzt halt da rumberaten. Der 3. Platz geht an Philipp Stäwe. Stippi und Blaster bekommen den 2. Platz. Yeah.
Und jetzt der erste Platz. Robert Wilhelm hat den ersten Platz. Ja, also ich meine, das hat sich jetzt doch als nützlich erwiesen, dass ich mir jetzt nicht zu viele Chancen ausgerechnet habe, weil die anderen Arbeiten waren halt auch sau gut. Aber es hat sau viel Spaß gemacht. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal wird.